Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Heute erneut mal mit einer Windows Phone bzw. Windows 10 Universal, Windows 10 und Windows 10 Mobile App. So, die Rede ist von einem Twitter-Client, einer Twitter-App, nämlich Fenix oder, ja, also F-E-N-I-C-E, Fenix for Twitter, bleibe ich einfach mal bei der Ausdrucksweise. Kostenpunkt 1,99 €. Es gibt allerdings auch eine Testversion, die ihr euch runterladen könnt. Das ist schön, das hat ja nachgelassen im Windows App Store, finde ich die Testversion schön, wenn das wiederkommt. Kategorie soziale Netzwerke zwischen 5,07 und 31,99 Megabyte groß, unterstützte Betriebssysteme Windows 10 und Windows 10 Mobile. Bei 17 Bewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 3,3 Sternen. Eins vorweg, wie gesagt, ich nutze momentan nur die Testversion, weil ich eigentlich unter Windows 10 Mobile mit der offiziellen Twitter-App recht zufrieden bin. Fenix for Twitter hat ein Problem, nämlich bei jedem ersten Starten stürzt die App ab. Startet man sie erneut, läuft sie einwandfrei. Und wenn sie sowieso läuft, dann läuft sie zwar langsamer als die offizielle Twitter-App, aber sie läuft einwandfrei. Die Langsamkeit habe ich so ein bisschen meinem Lumia 640 zugeschrieben. Wobei, wenn die offizielle Twitter-App läuft, könnte Fenix ja eigentlich auch schnell laufen. Naja, gut, lassen wir das. Es ist, ja, also erstens sieht es schön aus. Ihr habt natürlich Zugriff auf eure Timeline. Profil, Mute-Filter, Listen, Suchen, Ad-Mentions, Direct-Messages etc. pp., was man erwartet. Die Top-Features, es gibt Interactive Notifications. Man kann also direkt irgendwie auf einen Tweet antworten, ohne die App zu starten. Man kann natürlich Hashtags hinzufügen, Text-Snippets, man kann einen Tweet oder ein Profil auf die Task, auf die Startleiste pinnen, man kann Memes hinzufügen, man kann Tweets zu Pocket oder Instapaper hinzufügen, kann man sich einloggen, man kann natürlich GIFs inzwischen hinzufügen. Man kann, wenn ihr keine Internetverbindung habt, und könnt ihr einen Tweet schreiben und sobald die Internetverbindung wieder da ist, wird der Tweet versendet. Listen erstellen, habe ich gesagt, Mute Hashtags, Clients and Users, also Mute-Filter. Gibt es Drafts-Unterstützung natürlich, also Vorlagen, ne, wie sagt man, Entwürfe. Listen to Soundcloud Music, wenn ein Soundcloud-Link geteilt wurde in einem Tweet, ohne die App zu verlassen. Ihr könnt YouTube-Videos direkt in Fenix angucken oder in einer externen App. Das könnt ihr alles einstellen. Überhaupt sind die Einstellungsmöglichkeiten wirklich sehr umfangreich und lassen da tatsächlich keine Wünsche übrig, jedenfalls für mich. Das Icon habe ich so bei einem Twitter-Client noch nie gesehen. Das ist so eine Art Fisch. Meistens ist das ja eigentlich eher dieser Vogel in abgewandelter Form. 1,99 ist für die App definitiv nicht zu teuer. Auf dem Lumia 640 könnte sie ein bisschen schneller laufen, aber ich bin doch am Überlegen, trotz allem von der offiziellen Twitter-App auf Fenix umzusteigen. Also klare Download-Empfehlung meinerseits, wenn ihr unter Windows 10 bzw. Windows 10 Mobile eine Twitter-App sucht. Klare Download-Empfehlung. Ja, das war's. Ich sage danke fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wünsche euch eine schöne Woche und natürlich und selbstverständlich ciao und natürlich auch bye-bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.de/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.